Manchmal gibt es einen Zusammenhang, wenn an verschiedenen Orten gleichzeitig etwas sehr Merkwürdiges geschieht, die Orte aber tausende Kilometer voneinander entfernt liegen. Warum schwimmen in Südafrika neuerdings Pelzrobben weit aufs offene Meer hinaus, obwohl dort ihre Feinde lauern? Warum werden weltweit Korallenriffe plötzlich von Algen überwuchert? Und warum verschwindet das Seegras an vielen Stellen der tropischen Ozeane? In unseren Ozeanen zeichnet sich ein fürchterliches Drama ab. Laut einer Studie ist die Population der Hochseehaie in den letzten 50 Jahren um 71% geschrumpft. Haie gibt es seit mehr als 450 Millionen Jahren auf unserem Planeten. In dieser Zeit hat sich die Biosphäre stark verändert. Unzählige Tierarten entstanden und verschwanden wieder. Die Haie blieben. Das Meer ist eine große Spiegelfläche, unter die wir nicht gucken können, was dort passiert. Aktuell sind 536 Haiarten bekannt und von denen sind tatsächlich rund ein Drittel gefährdet. Was geschieht gerade unter dieser riesigen Spiegelfläche? Verschwinden nun die Haie aus unseren Ozeanen? Haie haben im Laufe der Erdgeschichte alle Lebensräume des Ozeans erobert. Sie leben an Riffen, auf dem offenen Meer und in der Tiefsee. Überall, von den Polargebieten bis in die Tropen. Der kleinste bekannte Hai ist der Zwerglaternhai, der tatsächlich nicht größer als 20 cm wird. Der größte Hai und gleichzeitig auch der größte Fisch der Welt ist der Walhai mit bis zu 18 Meter Länge, wie der Sattelschlepper in der Welt. Ihr Skelett besteht aus Knorpeln, was sie sehr leicht und beweglich macht. Ein einzelner Hai kann bis zu 30.000 Zähne in seinem Leben bekommen. Perfekt angepasst haben sie bisher alle erdgeschichtlichen Veränderungen überstanden. Haie gibt es seit mehr als 450 Millionen Jahren. Sie sind älter als die Dinosaurier, älter als der Mount Everest und älter als die Pflanzen, die wir kennen. Also wenn sie das nicht interessant macht, dann weiß ich auch nicht. Also ich finde Haie tatsächlich faszinierend, wenn sie im Riff schlafen. Also wenn sie sie sozusagen beim Nachttauchgang oder wenn sie sie erwischen, früher Tauchgang am Morgen. Ich glaube, mein absoluter Lieblingshai ist tatsächlich der Hundshai. Hundshaie schwimmen aus der Nordsee in die Tiefsee bis zu den Azoren und bis zu den Atlantischen Inseln und wahrscheinlich wieder zurück. Also total faszinierend. Ich finde sie wunderschön. Ich liebe, wie sie sich durchs Wasser bewegen. Ich denke, sie sind ein Meisterstück der Natur. Haie spielen in ihren Lebensräumen häufig eine ökologische Schlüsselrolle. Sie nehmen Einfluss auf die Größe von Fischbeständen und kontrollieren auch die Population kleinerer Räuber. Wir haben in so einem Nahrungssystem natürlich sehr viele verschiedene Arten. Je mehr Arten ich habe, desto stabiler ist es auch. Und dann haben wir vor allen Dingen im oberen Bereich Schlüsselarten, die als Räuber die unteren Teile kontrollieren. Das heißt, die haben eine Schlüsselrolle, weil sie eben diese oberen Positionen besetzen. Trotzdem haben wir ihnen gegenüber eher gemischte Gefühle. 15% von euch fürchten Haie und finden sie gruselig. Fast der Hälfte sind sie zumindest nicht ganz geheuer. Immerhin 40% sehen in ihnen vor allem das, was sie sind. Fische, wenn auch Knorpelfische. Ich denke, die meisten haben Angst vor ihnen. Aber es ist auch eine Angst, die neugierig macht. Ich arbeite seit 28 Jahren mit Haien im Ozean. Wenn ich länger keine Haie um mich habe, vermisse ich sie. Ich möchte wissen, wie es ihnen geht. Ich möchte wissen, was es Neues gibt, so wie bei einem Freund.
Meine Aufgabe ist es vor allem, Menschen die Begegnung mit Haien zu ermöglichen, ihnen zu zeigen, wie es wirklich ist, mit ihnen im Wasser zu sein und die Mythen aufzulösen, die wir über Haie hören. Bei diesen Mythen geht es um die vermeintliche Gefährlichkeit von Haien. Ganz egal, was der Hai macht, er wird immer als menschenjagende, menschenfressende Bestie dargestellt. Sie werden von allen Seiten attackiert. Wir bringen sie um. Wir nehmen ihnen die Nahrungsgrundlage weg. Wir zerstören die Lebensräume, in denen sie ihre Nachkommen aufziehen. Wir nehmen ihnen alles weg. Menschen sind viel gefährlicher für Haie als Haie für Menschen. Nachdem der Mensch mitsamt einer ganzen Industrie ins Meer vorgedrungen ist, wurde aus dem Jäger ein Gejagter. Ein Grund ist die Nachfrage nach Haiflossen. Denn die sind in vielen Teilen der Welt beliebt, als Suppenzutat. Seit dem 14. Jahrhundert wird Haiflossensuppe in Asien zubereitet. Als Spezialität, die zunächst nur den Adeligen und Reichen vorbehalten war. Doch mit zunehmendem Wohlstand ist die Nachfrage extrem angestiegen. Auch wegen des Gerüchts, die knorpeligen Flossen würden, zu Pulver zerrieben, gegen Gelenkbeschwerden, Herpes oder gar Krebs und AIDS helfen. Und, klar, ein tolles Potenzmittel und Aphrodisiakum sein. Natürlich alles Quatsch. Ein großer Teil davon ist Laboruntersuchungen zufolge stark mit Schadstoffen wie Quecksilber belastet. Die Nachfrage nach den Haiflossen ist seit den 80er Jahren stark gestiegen. Heute zählen sie mit mehr als $200 pro Kilo zu den wertvollsten Fischereiprodukten. Und das, obwohl die Flossen nach praktisch gar nichts schmecken. Eine Schüssel Suppe kostet in Restaurants 50 bis 100 Euro, bei einer besonderen Art bis zu 400. Ein Großteil der Flossen wird durch das Finning gewonnen. Eine grausame Praxis, die meist auf hoher See stattfindet und nur schwer unterbunden werden kann. Finning bezeichnet die Verarbeitungspraxis an Bord von Schiffen, bei denen Haie die Flossen abgeschnitten werden und der Körper wieder zurück ins Meer geschmissen wird. Finning ist daher in vielen Ländern der Welt verboten und auch in den meisten internationalen Gewässern. Es wird aber unterschiedlich umgesetzt. In der EU ist das schon sehr gut gelöst, indem die Flossen am Körper dran sein müssen, wenn die Haie an Land gebracht werden. Die hohe Nachfrage nach Flossen treibt aber dennoch den Haifang weiter an. Etwa 38 Millionen Haie sterben pro Jahr allein für den Flossenhandel. 16.000 Tonnen Flossen werden jährlich verkauft. Um die über Land zu transportieren, bräuchte man 888 vollbeladene Tiefkühllaster. Eine 13 Kilometer lange Schlange voll mit Flossen. Zusammen 1,6 Mal das Gewicht des Eiffelturms. Die meisten Flossen gehen nach Hongkong, Malaysia, China und Singapur. Dort werden zusammen über 90% abgesetzt. Der größte Flossenexporteur weltweit aber ist Spanien, mit über 3000 Tonnen Flossen pro Jahr, meist vom Blauhai. Ein Drittel der Flossen stammen von bedrohten Arten, wie dem Hammerhai oder dem Seidenhai. Doch nicht nur wegen ihrer Flossen sind die Tiere so begehrt. Ein weiteres Produkt ist mitverantwortlich für das weltweite Haisterben. Viele von uns verwenden Squalen, ohne es zu wissen. Eine ölige Flüssigkeit, die für die Herstellung verschiedenster Produkte genutzt wird. Es ist in Lippenstift, Sonnencreme, Make-up, Haarpflegeprodukten, medizinischen Salben, einigen Impfstoffen, industriellen Schmierstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln. Das Internet ist voll mit Squalenprodukten. Jedes höhere Lebewesen produziert Squalen, auch wir. Besonders viel davon aber ist in der Leber von Tiefseehaien. Tiefseehaie sind sehr empfindliche Arten. Sie wachsen sehr langsam. Sie werden sehr spät geschlechtsreif und bekommen nur alle 2 bis 3 Jahre wenige Junge. Für Squalen wird zumindest ein Teil des begehrten Stoffs illegal gewonnen. Die Haie werden dabei mit Langleinen und Schleppnetzen gefangen. Die Leber wird noch an Bord rausgeschnitten. Das Öl ausgepresst und abgefüllt. Dabei könnte man Squalen inzwischen aus Pflanzen oder mit Hilfe von Hefe herstellen. Das ist sogar günstiger.
Dennoch, einer Studie von 2015 zufolge enthält jede fünfte Gesichtscreme Squalen von Haien, vor allem asiatische Marken. Explizit draufstehen muss Hai-Squalen nur auf Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten, aber nicht auf Kosmetika. Schätzungsweise 3 Millionen Haie müssen jedes Jahr nur wegen illegaler Squalengewinnung sterben. Das Hauptproblem der Haie aber ist der Fischfang insgesamt. In den letzten 70 Jahren hat sich die weltweite Fangmenge insgesamt mehr als vervierfacht. Von 20 auf über 90 Millionen Tonnen pro Jahr. Studien gehen davon aus, dass dabei jedes Jahr im Durchschnitt rund 100 Millionen Haie sterben, weil sie gezielt gefischt werden oder als Beifang ins Netz gehen. Haupthaifangnation ist Indonesien mit 110.000 Tonnen pro Jahr. Doch auf Platz 2 kommt wieder ein europäisches Land. Auf Platz 2 in dieser Hitliste der Länder, die die meisten Knorpelfische fangen, ist tatsächlich Spanien mit 78.000 Tonnen pro Jahr. Aber unter den Top 20 der wichtigsten Haifangnationen sind tatsächlich noch zwei weitere EU-Länder, nämlich Portugal und Frankreich. Und insgesamt spielt der Handel mit Haifleisch vor allem in der EU eine relativ wichtige Rolle. Also ungefähr 22% des globalen Im- und Exports mit Haifleisch wird über die EU abgewickelt. Zum Beispiel durch das spanische Fischereiunternehmen Propegal. Im Angebot sind Blauhaie und auch Haiflossen. Im Werbevideo des Konzerns sieht man, wie Haie massenhaft in der Kühlhalle gelagert werden. Ich komme aus Italien und ich habe gesehen, wie die Haie dort immer weniger geworden sind. Es gibt sie bis heute im Supermarkt. Sie gehören dort ganz selbstverständlich zum Lebensmittelangebot. Manche Menschen wissen gar nicht, dass sie Mittelmeerhaie essen, weil sie unter bizarren Namen gehandelt werden, die auch ich erst lernen musste. Die französische Saumonette zum Beispiel ist eigentlich Katzenhai. In Surimi ist oft Haifleisch verarbeitet und wird als Fischmuskeleiweiß deklariert. Und wer beim Fish and Chips in Großbritannien Rock Salmon bestellt oder in Deutschland Schillerlocken, bekommt Dornhai, eine Art, die ebenfalls als gefährdet auf der roten Liste steht. 300 Tonnen Dornhai werden in Deutschland jedes Jahr gegessen. Dornhai kommt mittlerweile aus den USA, aus dem Westatlantik, einfach weil er bei uns in der Nordsee nicht mehr gefangen werden darf, weil die Bestände durch jahrzehntelange Überfischung so gering sind. Sich allerdings langsam wieder erholen, aber dennoch nicht befischt werden dürfen. Sie landen aber trotzdem im Netz, wenn auch ungewollt. Schätzungen zufolge liegt die Menge des Beifangs 10-mal höher als das, wonach eigentlich gefischt wird. Diese Bilder beispielsweise wurden verdeckt auf einem kleinen Trawler im Ärmelkanal gedreht. Eigentlich sollten Seezungen gefangen werden. Tatsächlich landeten massenweise Haie in den Netzen. Eine aktuelle Studie hat ermittelt, dass tatsächlich die Hauptgefährdungsursache für alle bekannten gefährdeten Haiearten Fischerei ist. Im Gegensatz zu Knochenfischen wachsen Haie sehr langsam und werden relativ spät geschlechtsreif, erst mit vielen Jahren, teilweise erst mit 150 Jahren im Extremfall. Und haben in der Regel recht wenig Nachkommen. Und das macht sie ganz anfällig für Überfischung. Haifleisch ist aber nicht nur für Menschen gedacht. Einer Studie zufolge wurde in jedem dritten Katzenfutterprodukt Hai-DNA gefunden. Sogar von bedrohten Arten. Die jahrzehntelange Jagd blieb nicht folgenlos. Stellen wir uns mal vor, diese 15 Holzfische stehen für die Gesamtzahl aller Hochseehaie vor 50 Jahren. Das sieht ungefähr so aus. Man nimmt einen weg, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11 Hochseehaie in 50 Jahren, verschwunden. Innerhalb von 5 Jahrzehnten ist die Zahl der Hochseehaie und der mit ihnen verwandten Rochen um 71% zurückgegangen.
Damit ist der globale Fischfang die größte Bedrohung für den Bestand der Haie weltweit. Wir hören oft, dass andere Fischarten wie Hering, Kabeljau, Thunfisch überfischt sind und dass dort die Fangquoten gesenkt werden müssen oder die Fischereien sogar eingestellt werden müssen. Wir hören selten, dass es bei Haien auch der Fall ist, aber es liegt daran, dass es häufig keine Priorität im Fischereimanagement ist. Haie werden auch bedroht, weil wir ihren Lebensraum systematisch zerstören und ihnen die Klimakrise zu schaffen macht. Seit Jahrzehnten erwärmen sich die Ozeane, was Korallenriffe zerstört, wo viele Haiarten zu Hause sind. Das Meerwasser wird zudem saurer. Haie können im sauren Milieu aber schlechter riechen und ihre Beute aufspüren. Unsere Lebensweise bringt eine immense Wasserverschmutzung mit sich, die auch Haie trifft. Immer wieder werden gestrandete Haie gefunden. Eine mögliche Erklärung ist, dass sich im verschmutzten Wasser für Haie tödliche Pilze und Bakterien ausgebreitet haben könnten. Etwa 10% der gefährdeten Haiarten sind neben dem Fischfang auch noch zusätzlich durch den Klimawandel bedroht. Für sie könnte es bald richtig eng werden. In den letzten 100 Jahren ist die Zahl der Haie dramatisch zurückgegangen. Dieser Verlust der Haie wird katastrophale Konsequenzen haben. Diese Konsequenzen machen erstmal einen harmlosen Eindruck, wie in False Bay, Südafrika. Pelzrobben, die plötzlich ungewohnt weit rausschwimmen, was sie sonst nicht tun, weil sich dort weiße Haie aufhalten. Nur gibt es fast keine mehr, sodass die Robben sie kaum noch fürchten müssen. Man hat durch Messungen festgestellt, dass sie auch deutlich unter weniger Stress stehen, also viel weniger Stresshormone haben, sich also ein bisschen mehr trauen. Das ist prinzipiell eine gute Sache, aber letzten Endes hat man auch gezeigt, dass zusammen mit dem Spiegel an Stresshormonen auch die relevanten Sexualhormone ein bisschen zurückgingen, was mittelfristig dazu führen kann, das wird zumindest vermutet, dass die Robben weniger Lust auf Fortpflanzung haben. Auch viele tausend Kilometer entfernt, in der Bucht von Monterey vor der Westküste Amerikas, verändern sich gerade die Spielregeln. Die Jungtiere des weißen Hais waren bisher vor allem vor Mexiko in der Baja California unterwegs. Doch dort sind die Wassertemperaturen gestiegen. Jetzt werden die Haie vermehrt in den Gewässern vor Monterey gesichtet, 600 Kilometer nördlich. Dort beginnen sie, die Nahrungskette zu ändern. Die örtlichen Seeotter werden vertrieben. Die Haie machen Jagd auf Lachse, Robben und Seelöwen. Und auch die Ökosysteme vor Indonesien und Indien verändern sich. Dort verschwinden immer mehr Seegraswiesen. Weil die Tigerhaie dort fast ausgerottet sind, vermehren sich Schildkröten und andere Pflanzenfresser und weiden die wertvollen Unterwasserlebensräume ab. Seegraswiesen sind wichtige Lebensräume für eine Fülle von Arten. Einige nutzen sie als Kinderstuben, andere als Nahrungsgründe. Sie festigen das Sediment, sie binden Kohlendioxid und produzieren Sauerstoff. Tigerhaie haben einen essentiellen Einfluss auf die Gesundheit und den Bestand dieses Lebensraums. An den Korallenriffen zwischen Australien und Indonesien bedroht ein Kaskadeneffekt eine ganze Nahrungskette. Wenn dort die Haie verschwinden, drängen andere mittelgroße Raubfische nach, wie die Snapper. Die bedrohen dann die Population der pflanzenfressenden Fische. Werden die aber weniger, überwuchern die Korallen mit Algen und sterben ab. Und noch etwas geschieht. Man hat also letzten Endes beim Vergleich von zwei Riffen, in einem Riff vielen Haien, im anderen Riff wenig Haien, die Körpermaße der Beutefische der Haie verglichen und hat festgestellt, dass in dem Riff mit wenig Haien, wo es also keinen Fraßdruck gibt, wo die Fische weniger Gefahr laufen, vom Hai gefressen zu werden, die Schwanzflossen und die Augen der Beutefische kleiner waren als in dem Riff, wo es viele Haie gibt. Das heißt also, die Strukturen, die Fische brauchen, um Räuber zu erkennen und schnell wegzuschwimmen, waren deutlich kleiner in dem Riff, wo es keine Räuber gibt. Nur, wie steht es nun insgesamt um die Riffhaie? Wie stark haben ihre Populationen abgenommen? Das Global Finprint Project wollte herausfinden, wie es um die Riffhaie in 58 Ländern bestellt ist. Wir haben Unterwasserkameras auf dem Meeresgrund abgesenkt.
Dann haben wir eine Stunde lang oder auch länger aufgenommen, um alle Haie zu erfassen, die vorbeischwimmen. Mehr als 20.000 Stunden Videomaterial sind entstanden, das dann analysiert wurde. Die Ergebnisse waren erschütternd. Bei 20% aller Riffe haben wir gar keine Haie gesehen. Das heißt, sie sind dort funktional ausgestorben. Vielleicht gibt es sie noch und sie sind nur an der Kamera vorbeigeschwommen. Aber die Population ist nicht mehr groß genug, um sich zu reproduzieren und ihre Funktion im Ökosystem zu erfüllen. Je mehr von entscheidenden Bauklötzchen, also Schlüsselarten, ich entnehme, desto instabiler mache ich natürlich das gesamte System und desto größer ist die Gefahr, dass wenn ich dann an einer bestimmten Stelle ihn fange. Was, wenn die Haie Teil einer noch viel größeren Katastrophe wären? Wir sind tatsächlich am Beginn eines weiteren Massensterbens. Das wird den Biologen eigentlich immer klarer, dass wir zusätzlich zu den historischen 5 großen globalen Massenaussterbeereignissen jetzt so ein menschengemachtes Aussterben haben. Die bisherigen 5 großen Massenaussterbeereignisse wurden ausgelöst durch Veränderungen der Erdatmosphäre, Asteroideneinschläge, Vulkanausbrüche und radikale Klimaveränderungen. Laut IUCN, der Weltnaturschutzunion, sind gegenwärtig über 40.000 Arten akut vom Aussterben bedroht. Allerdings sind dies nur die untersuchten Arten. Die Dunkelziffer dürfte viel höher liegen. Jeden Tag verschwinden Arten für immer von unserem Planeten. Wegen des menschengemachten Klimawandels, der Flächenversiegelung, Jagd und Wilderei, Vergiftung und Verschmutzung durch invasive Arten und Verlust von Lebensräumen. Es verschwinden aber nicht nur jeden Tag einzelne Arten, sondern auch deren Beziehungen und die damit verbundene ökologische Funktion. Jedes Lebewesen steht in Verbindung zu anderen Organismen. Und auch die haben Funktionen im Ökosystem. Verringert sich die Zahl einer Art oder verschwindet sie ganz aus diesem Netzwerk, erfüllt sie ihre ökologischen Aufgaben nicht mehr. Das über Millionen Jahre entstandene Ökosystem verschwindet und wird durch ein neues ersetzt. Das Entscheidende ist, dass wir, davor wird gewarnt, bis zu 1 Million Tierarten insgesamt verlieren. Und wir haben das bisher noch nicht realisiert, weil unser Fokus sehr stark auf diese sogenannten Rote-Liste-Arten, also auf einzelne Flaggschiff-Arten konzentriert war. Das war das Nashorn, der Tiger, Elefant und viele andere. Und wir haben auch erst vor 1-2 Jahrzehnten zum Beispiel solche großen Räuber wie die Haie überhaupt formal geschützt und auch mehr auch auf die Agenda gesetzt. I am heartbroken and sometimes es bricht mir das Herz. Manchmal habe ich keine Hoffnung mehr, wenn ich höre, an wie vielen Orten die Vielfalt der Haie schon verloren gegangen ist und wo es überall immer noch passiert. Außerdem macht mich wütend, wie langsam auf diese Nachrichten reagiert wird. Der Schutz von Haien kommt nur schleppend voran. Die sehr bedrohten Tiefseehaie beispielsweise. Für sie gilt erst seit 2021 in bestimmten Gebieten ein Fangverbot. Bei Makohai ist seit 2017 klar, die Bestände im Nordatlantik sind völlig überfischt. Aber erst 2022 konnte dort ein Fang- und Anlandeverbot durchgesetzt werden. Für 2 Jahre. Das heißt nicht, dass kein Mako mehr gefangen wird. Weil man kann natürlich nicht sagen, schwimm bitte nicht an die Langleine, beiß da nicht rein. Es wird nach wie vor passieren. Allerdings wissen wir, dass Mako eine relativ hohe Rückwurfüberlebenswahrscheinlichkeit hat. Das heißt, wenn der Fisch vernünftig behandelt wird, kann er und noch lebendig ist, wenn er schnell genug wieder über Bord geworfen wird und freigelassen wird, haben Makos in der Regel eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 75%. Die Langleinenfischerei gibt einen Eindruck von den Dimensionen, in denen gefischt wird. An eine bis zu 130 Kilometer lange Leine werden bis zu 20.000 Haken geknüpft. Selbst wenn man von einem extrem großen Fabrikschiff mit 200 Metern Länge ausgeht, ist die Leine mit 130 Kilometern Länge immer noch 650 Mal so lang wie das Schiff selbst. Eine gewaltige Todesfalle für Großfische, Schildkröten und auch Seevögel. Diese Art der Fischerei ist dafür konzipiert worden, um große Raubfische zu fangen. Und das tun Langleinen sehr effektiv. Was das betrifft, sind sie tatsächlich sehr selektiv und generieren verhältnismäßig wenig Beifang. Das Problem ist,
Haie sind halt auch große Raubfische und fallen sozusagen komplett ins Beuteschema von so einer Langleine. Ich habe Haken gesehen, die sich in den empfindlichsten Körperteilen der Haie verfangen haben. Den Kiemen, der Rückenflosse, der Brustflosse. Wenn an ihnen etwas dranhängt, wie eine Leine, dann beginnt dort etwas zu wachsen. Das erzeugt Wucherungen, die sich sprichwörtlich durch den Tierkörper durchs Fleisch fressen. Wenn die Haken verschluckt werden, ist es noch schlimmer. Sie zerfetzen das Verdauungssystem, zerreißen den Darm. Es gibt ein paar Verbesserungen in der Fischereitechnik, wie Netzlichter oder Kreishaken. Aber bringen die was? Der Vorteil an diesen Kreishaken ist, dass sie nicht geschluckt werden können und meistens relativ sauber im Mundwinkel, im Maulwinkel das Heiß verhaken und so für viel, viel geringere Verletzungen sorgen und die Rückwurf-Überlebenswahrscheinlichkeit dieses Heiß deutlich erhöhen. Eine andere Möglichkeit wäre magnetische Haken. Auch dort gibt es Studien. Und diese Studien haben ihnen gezeigt, dass an solche magnetischen Haken deutlich weniger Haie gehen als an reguläre, nicht magnetische Haken. Es gibt leider nicht die Maßnahme, um Fänge von Haien und Rochen, die man nicht fangen will, zu verhindern und für alle Zeiten einzustellen. Aber es gibt viele Schräubchen, an denen man drehen kann, um durch technische Maßnahmen die Fänge zu verringern. Doch nicht überall lassen sich diese Schräubchen anziehen. Vor allem nicht in der illegalen und unregulierten Fischerei, die mindestens ein Fünftel des globalen Fischfangs ausmacht. Illegale Fischerei wird nur selten sichtbar, wie etwa 2018 in der Bretagne, wo 150 Haie in heimlich aufgestellten Netzen verendet sind. Neben den Kontrollen in Häfen wäre es nötig, noch mehr fischereiliche Beobachter an Bord von Schiffen zu haben. Eine Alternative wären Kameras an Bord, die den Fang aufzeichnen. Die Kameras sind auch mit GPS-Ortung versehen, sodass man weiß, wo gefangen wurde, wo die Fangflotte unterwegs ist. Um Haie zu schützen, muss mehr getan werden. Viel mehr. Eine Region, die Hoffnung macht, sind die Bahamas, wo mittlerweile ein strenger Haischutz gilt. Wir haben mehrere Meeresschutzgebiete rund um die Bahamas. Es gibt Gesetze, die Langleinen- und Schleppnetzfischerei verbieten. 2011 wurde eine umfassende Gesetzgebung zum Schutz der Haie verabschiedet, ohne Schlupflöcher. Da geht es nicht um ein bisschen Fangquote hier, Fangquote da, sondern nein, man darf keinen einzigen Hai anlanden. Auch wenn man beim Fischen aus Versehen einen Hai tötet, muss man ihn zurückwerfen. Man darf ihn nicht an Land bringen. Doch es wird nicht reichen, nur kleine Gebiete zu schützen. Haie legen zum Teil gewaltige Strecken zurück. Wir müssen eben verstehen, dass wir Ökosysteme, also Lebensräume, im Funktionszusammenhang schützen müssen und nicht einzelne Arten, sondern eben diese funktionalen Komplexe. Es nützt wenig, Bienenhotels zu bauen, wenn es keine Wiesen und Wildblumen gibt. Es hilft nicht, Tiger unter Schutz zu stellen, wenn tropische Wälder abgeholzt und flächenplaniert werden. Und es hilft kaum, 10 Haiarten zu schützen, wenn die Meere ausgebeutet und leer gefischt werden. Eigentlich haben sich die Vertragsstaaten des weltweiten Abkommens zur biologischen Vielfalt verpflichtet, bis zum Jahr 2020 10% der Weltozeane unter Schutz zu stellen. Bisher sind es aber nur 7%. Der Biodiversitätsrat fordert sogar, 30% der Wasser- und Landmasse zum Naturschutzgebiet zu machen, um das Artensterben zu stoppen. Unser Leben auf diesem Planeten ist davon abhängig, dass unsere Ozeane gesund sind. Wenn wir im Streben nach Wohlstand unsere Gesundheit ruinieren, bleibt uns am Ende gar nichts. Es geht ums Ganze. Wenn wir den Hai nach 450 Millionen Jahren nicht verlieren und mit ihm noch viel mehr auf unserem ganzen Planeten in den Abgrund reißen wollen, dann müssen wir ihn endlich vom Haken lassen.